Verteidigungswand. Ja. So, hängen Köpfe, was, warum auch immer die da hängen. Müssen wir, wir haben ja ein Glück ein bisschen. Bisschen Dingens. Sag oh, schon, ein paar Bäume, Baumstämme haben wir ja noch. Party bekommen. Baumseilrutsche. Echt? Schon wieder? Ja, die kommen jetzt wahrscheinlich ja. immer öfter, je mehr wir tun. Ja, wir brauchen, könnt ihr mal kurz kommen hier? Sonst ja, ich komme. Ich komme. Ich muss mal gucken, wo. Ach, da hinten. Ich bräuchte auch mal Hilfe, genau. Kannst du zu Mike, dann können wir euch beiden helfen. Haben wir ja, schon. Auch da hinten ist wieder so ein Spinnen. Zwei dicke sind jetzt. Na gut, da. Dann hole ich mir mal mit Feuer. Ich renne. Muss ich mal mit Feuer ein bisschen beglücken. Jetzt kann er nicht mehr rennen. Ich werde ihn mal einmal anzunehmen. Vorsicht, Jungs. Ich habe jetzt LA Grenade. Oh. So. Friss Blei. Granate. Ui. Boah. Boah, Alter. Gut, nicht zu sehr auf die Mauer hauen, ihr beschädigt ja unsere Mauer dabei. So, ob du die kaputt machst oder wir, da hinten kommt übrigens noch so ein Krabbelmonster. Ja, es ist so ein Spinnvieh. Rechts. Ja. So ein Spinnvieh. Jetzt Spinnvieh wird angezündet. Moin. Halt noch Pfeile. Na. Wo ist es? Ah. Hier beim brennenden Busch. Beim Brennen. Tot. Ah, okay. Kriegt mein Pfeil da noch raus? Ab und zu. Oder ist der denn weg? Manchmal ja, manchmal nee. So, das gibt wieder zwei Monsterrüstungen. Nee. Habe ich hier wieder einen Stamm aufgenommen? Ach so, weil das kommt von der Mauer. Alles klar, wahrscheinlich. So, dann bring ich erstmal. Was ist denn hier los? Genau. Was ist hier los? So, dann haben wir hier. Voll die Hölle! Hölle. Also baut ihr jetzt erstmal ein Fundament hin oder wie oder was? Ja, warte mal, erstmal durchschlufen noch schnell. Die Mauer natürlich, ist klar. Ja, und hier erstmal voll fett hier ruffeuern. Kann ich das jetzt hier nicht wegschmeißen? Meine ich doch. Ja. So, den habe ich da nicht. Den dicken müssen wir den auch noch holen, Audi, ja, wa? Ne, den können wir nicht verbrennen. Nee? Die Diesbären einfach kann, nur. Da kannst du dir aber Rüstung rausholen, hast ja, du gemacht. Richtig. Ja, ich hab, irgendwas habe ich eingesammelt, aber. Bei beiden, da hast du zwei Monsterrüstungen. Mutantenrüstung. Stimmt. Ja, zwei Mutantenrüstungen, die kannst du anlegen. Ausrüsten. So, ich habe immer ausgerüstet. Ne, das kannst du. Hast du denn also mit der mit dem Kran, da würde ich auch nicht wissen, wie man das bauen sollte. Sieht denn jetzt so aus wie ausgerüstet? Ich kann mir vorstellen, dass man eine Platte bauen muss und dann den Kran draufsetzen muss. Das wollte ich auf der anderen Seite. Das ist deswegen nicht. Also ich habe den Kran, den könnte ich so halt bauen. Das Problem ist halt eben, ich kann das nicht abschätzen von der Höhe, ob das passt. Und außerdem, wenn ich hier vorne ansetze, sieht es aus, als würde dann oben durch den Turm durchgehen. Okay. Nee, durch den Turm nicht. Nein. Das mit der Positionierung ist da irgendwas ganz dämlich. Da müssen wir mal gucken, wie das geht. Und auf der anderen Seite hatte ich mir auch das Problem. Da wollte ich eigentlich den Kran setzen und da ist mir das Ding zerschossen. Wo? Hier, auf der Seite. Da habe ich das ein bisschen Abstand gehalten zu den Mauern und ist mir das irgendwie kaputt gegangen. Hier, auf der Stelle. Kann natürlich daran liegen, dass es eben eine Schräge ist, dass er deswegen kaputt geht, dass es wirklich eben sein muss. Deswegen sagte ich ja, vielleicht muss man hier erstmal ein Fundament setzen, ein Grades, wo man das raufbauen kann. Aber ich weiß es eben halt auch nicht. Ich konnte den Aufzug da hinsetzen, wird mir angezeigt. Wenn ich da das mit dem Seil stattdessen bauen würde, sagt er, das geht so nicht. Muss ich erst auf den Boden setzen. Wenn ich auf den Boden setze, dann macht er da 3 Meter dahinter die Palisade kaputt, was keinen Sinn macht. Okay. Vielleicht das muss man erst den Turm setzen und dann die Mauer. Oder? Ich werde das mal hier oben nochmal probieren. Ich werde dann mal schauen, ob wir. Den müssen wir entfernen. Vor allen Dingen der Aufzug ist ein bisschen blöde, weil
Den Turm, also ich kann, den könnte ich noch ein bisschen höher bauen. Und für das kurze Stück ein Aufzug ist auch ein bisschen schwachsinnig, aber egal. Ja, ja, wir bauen sowieso allen möglichen schwachsinnigen Kram hier. Dann können wir auch einen Aufzug hier bauen. So war es nicht gemeint, aber ein Aufzug würde ich mir vorstellen, eher für höhere Strecken das Sinn macht, aber für solche so wenig doch nicht. Das kann durchaus sein. Das wird wahrscheinlich ähnlich so laufen wie bei einer Seilrutsche, dass du das erstmal den einen Punkt erstmal setzt und dann den anderen. Und dann geht es erstmal ums Bauen an sich, erstmal, um zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Denn so viel Material Oha, für den Turm hast du aber sehr hochgesetzt da hinten. Was? Den hier? Ja. Wieso? So hoch ist er gar nicht. Also von hier aus sieht das aus wie. Also, wenn du davor stehst, dann ist die Platte, wo du nachher drauf stehst, die ist vielleicht, vielleicht ein Baumstamm vielleicht höher als die Mauer. Also. Soll ich mal eventuell eine Plattform daneben bauen? Kannst du machen. Also ich werde erstmal sehen, dass ich das erstmal gebaut kriege hier. Ich frage jetzt nämlich, ob wir es von der Höhe her gleich kriegen. Das meine ich damit. Kannst du machen. Also ich fange erstmal an, den Kran hier zu bauen und dann. Müsste aber die gleiche Höhe aber auch sein, ne? Relativ, Andy, relativ, weil du kannst hier frei bauen und außerdem musst du ja berechnen, das ist gerade eine andere Höhe. Ne? Wenn du alles auf selbe Höhe setzt, dann hast du ein Problem, weil dann können sie überall reinspringen. Ach, noch ein Vogel. Hey, komm her, ich brauche Feder. Das wäre dann eine Plattform. Oh. Ja, das hat man kann echt nicht gesammelt. Jetzt kann ich den Vogel nicht killen, weil der genau unter dem Ding da sitzt, wa? Gibt's ja nicht. Ich kann auch von hier aus schlecht absehen mit der Höhe. Das ist mein Problem, was ich habe, ne? Kannst vergessen. Das fliegt ich immer unter den Teil. Ich kann die Höhe von dem, wenn ich die Plattform setzen will, ich kann die Höhe schlecht ausmachen von dem Turm, so den du bauen willst. Nachher ist Zoro zu tief. Ja, ich brauche Federn. Schnitzelerkacke nicht. Ja, das Problem ist, wenn du die so killst, dann fliegen die Federn immer in alle Richtungen. Andy? Ja? Du weißt schon, dass wir hier Vogelhäuser haben, 3 Stück. Ja, ich brauche Federn. Ja. Ja, dafür sind sie da, die Vogelhäuser. Richtig. Gibt's ja, aber ich will, ist nicht wahr. Ist nicht wahr, aber ich will... Hätte ich jetzt nicht gedacht. Will Pfeile bauen. Ja, nochmal, Andy. Wir haben Vogelhäuser, 3 Stück. Und du sagst zu mir, ja, aber ich will Federn. Wir sagen dir, was meinst du, wozu die Vogelhäuser da sind? Mal kicken, ob welche drin sind. Weil wir nett zu Vögeln sind. Genau. Und die Vögel sind nett zu uns, ja, kann man natürlich auch. Da sind sie, so, okay. Wollen wir Stöckers? Und 5 Federn. 1, 2, 3, 4, 5. So, noch 6, 7. Noch 7. Muss erstmal Pfeile machen. Haben wir hier noch einen Schlitten irgendwo? Da ist ein Schlitten. Ah ne, da sind noch Sticks drin. Sticky. Wie viel Seil hast du eigentlich gebraucht für einen Aufzug? Vergiftete Pfeile. Ach du Heilige. Welche Bären braucht man dafür? Wisst ihr, die giftigen. Welche Bären? Die giftigen. Für vergiftete Pfeile, das kann man ja noch machen. Dann würdest du die giftigen Bären brauchen. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, wie man die sammelt, weil man bekommt nur angezeigt Essen. Ja. Mit dem Beutel, dann muss der Beutel aber leer sein. Du kannst nur 30 Bären drin haben, glaube ich. Von der Art immer 30 Stück. Ich weiß, das war eine Information, die ich noch nicht hatte, siehst du? Du musst die ja mit dem Beutel sammeln. Das heißt also, du musst den Beutel ausrüsten. Ja, du hattest den Beutel eben auch zum Ausrüsten für die anderen Sachen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, was. Ich habe die auch noch nicht ausprobiert, die vergifteten Pfeile, die so sind. Wahrscheinlich giftig. Richtig, aber wie schnell die wirken, das ist ja. Aufheizende Pfeile. Weil sonst mache ich dann lieber brennende Pfeile, wenn die mehr bringen. Man kann, also bei der Axt, die man aus dem Flugzeug bekommt, kann man beides. Man kann Gift und Brennen mit ausrüsten und auch Zähne dran machen. Also was mir am liebsten wäre mit Dynamitstangen. Ja. Das war klar. Wundert mich jetzt gar nicht. Also die Pfeile mit, also die mit Dynamitstangen mit dem Bogen zu schießen, weißt du? Jo. Ja, ja. Das so wäre so mein dich. Stil.
Mache jetzt erstmal Burning. Würde ich aber an der anderen Mauer arbeiten. Brandpfeile. Brandpfeile sind gut. Muss ich auch mal wieder welche craften. Ach, wird schon wieder dunkel. Mann. Ja, es ist wirklich. Ja, es hat eben nichts zu nachteln in dem Spiel. Muss mal eine den Tag länger stellen. Nee. Noch zwei. Eigentlich ist der Aufzug recht günstig, der Plan. Kann man ja nicht sagen, eigentlich. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Alter Vater. Ein Stamm brauche ich trotzdem noch. Ein Stämmelein. Katsching. Jetzt haben wir Brutalspfeiler. Wow. Gott, ja. Ich schieße jetzt Vögel. Pling. Ja, plinkt denn die ganze Zeit rum? Ich repariere die Mauer. Von der anderen Seite. Okay. So, Aufzug steht. Cool. Gucken. Jetzt brauchen wir nur noch eine Plattform der richtigen Höhe, wenn der Aufzug oben ist. Kann sich hier hochziehen? Ja, wenn man sich hier dran wagt. Ich wage es nicht. Ah. Ja, doch, hat man eigentlich einen sehr guten Ausblick von hier aus. War nicht verkehrt. Treppe, ja. Treppe ist auch gut. Gute Idee. Und da kann man da oben drauf mit dem Bogen stehen und schießen. Zum Beispiel. Was man hier nur natürlich nur noch bräuchte. Kann man nicht eine Seilbahn? Wollen wir nicht noch eine Seilbahn von dem Ehending hier rüberziehen? Wo? Zu der Plattform? Andy, soweit kannst du diese Seilrutsche gar nicht machen, glaube ich. Du kannst was anderes machen. Und zwar kannst du so eine. Achso, geht ja nicht. So eine. Wie heißt denn das hier? Warte, sag ich dir gleich. Komme ich jetzt hier runter? Tree Bridge kannst du machen. Von dem Ehenturm aus hier. Gleich zu dem anderen da drüben. Wobei bei dem Turm kann ich das per Enterhaken anhaken. Aber ansonsten finde ich keinen anderen Punkt. Ich brauche hier ist ja auch schon Punkt. Wieder. Hier ist ja auch schon wieder ein Loch in der Palisade. Wer war das denn schon wieder? Meine Fresse. Ja, hier ist er. Fährst du gerade noch einen Aufzug nach oben? Gara. Nö, ich bin gerade. Wieso? Was? Wieso soll ich? Ich will was versuchen. Fährt mal nach oben. Wenn du mich als Versuchskaninchen nehmen willst, dann. Nein, es passiert dir nichts. Fahr einfach nach oben. Ja. Ich will nur was wissen. Ich will auch was wissen. Wenn ihr da oben irgendwie so ein Fundament oder sowas hinbauen würdet, dann könnte man da die Treppe anhaken. Du bist ja jetzt quasi da oben, ne? Ich bin quasi hier oben. Ich versuche dich jetzt mal. Geht das? Ach, es geht tatsächlich. Ich kann dich also von hier unten nach. Besuch. Achso, es geht auch. Die Möglichkeit, einen runterzunehmen. Hier ist ein Seil dafür, ist das Seil hier, guck mal. Siehst du, wo an den Seiten oder was? Die Seile? Hier oben kam gerade ein brennender Zombie vor. Mutant vorbei. Immer. Ja, Gewohnheit. Also mal müssten wir jetzt noch gucken, dass wir quasi hier eine Plattform bauen, die dann quasi von der Höhe her kommt, wenn der Aufzug oben ist. Oh, die haben jetzt auch Feuer. Nee, doch nicht rübergelaufen. Da vorne ist einer. Die hämmern wir auf dem. Ja, Frank, hier wo ich moderiert bin, wieder das Gegenhämmern. Ja. Ich habe auf Unterstützung gewartet, weil die mir zu viele waren. Da waren gerade noch drei. Und einer hat gebrannt. Da tut gleich gar nichts mehr. Weder brennt noch sonst irgendwas. Die waren hier oben. Hier laufen sie nämlich, hier oben. Einer hat Feuer dabei. Achtung, der kommt auf euch zu. Achtung, seht ihn. Nee, noch nicht. Der Hund, die haben Feuer. Ja, natürlich. Die haben Feuer. Da hinten sind übrigens noch gelernt, zwei. Die Schweine. Das sind noch zwei dahinten. Scheint neu, dass die Feuer haben. Ja, ist neu. Oh, war doch, gut die diese Tennisbälle, die sie mal werfen. Das ist auch, wofür sie die mal benutzen. So. Schmeißen wir die mal wieder rauf. Ja. Boah. Ich sehe, da ist einer. Im Lager. Ist hier noch einer, ich wollte gerade sagen, hier ist noch einer im Lager. Das hört sich schon sehr nah an. Stirb. Stirbt der nicht? Ja, ich glaube, wir hauen unsere eigene Palisade kaputt, wenn wir so nah an der Mauer kämpfen. Okay. Aber willst du machen? Sonst hauen die ja doof. Ja, das stimmt auch wieder. Wir lassen sich halt nicht überreden. Das ist immer das Dilemma bei der Sache. Die Mauer kaputt macht, das macht auch keinen Sinn. Die hauen aber nur an den Toren. Nein, die hauen auch an der Wand drauf. Die hauen auch an der Wand drauf. Bringen die Spikes also nichts. Ja, ich weiß nicht, ob die wirklich. Also da kommt noch mehr. Ich höre noch mehr. Wo? Ah, die ist innen. Die ist innen.
Oh, ist schon wieder so ein Dicker, Alter. Wo denn? Wo ist denn mein? Oh, ich muss schnell mal was essen. Bei euch oben, ja, okay. Hast du so? Okay. Ich hab extra schöne neue Pfeile gemacht. Juhu. Oh, da ist er ja. Moin. Ah, wir sollten so eine Pfosten aufstellen, damit wir die abhalten können, davon uns anzugreifen. Oh. Ah, ich höre was. Leuchtet schon den Heini gerade an hier. Ja, ich auch. Ach, scheiße, ich hab gar keine brennenden Pfeile mehr. Oh, oh. So. Bin ich bei dir, Andy? Ich bin gerade bei Nerdy und kick, wo da, wo das brennende dicke Ding ist. Oder da, auch nicht. Nee, bei, einfach nur bei mir. Ich habe keine brennenden Pfeile mehr, habe ich gerade gemerkt. Das brennende dicke ja Ding. Ab, oh, ich bin ja verhungert. Ich bin verhungert, darum bin ich so langsam. Ist er kaputt? Ich esse. Ey, er muss da umkippen. Och, du Heilige. Er hält ein bisschen mehr aus. Den hab den ja schon dreimal getroffen, jetzt viermal. Ja, das ist ja das Mutant, Andy. Wie gesagt, ich kann eine Pfeile, ist der Trick. Jetzt steht oben drauf, scheiße. Ah, Mist. Ui, moin. Au. Jetzt ist er hin. Ja, und ich hab schon wieder Leben verloren, das ist echt. Kriege ich jetzt von dem? Kriegst von jedem. Kriegst du. Irgendwas? Da brauchen wir wohl dringend. Von dem kriegst du kein Fleisch, Andy. Nee, ich dachte, das war Rüstung. Du kriegst Rüstung von dem. Genau. Rüstung. Das ist doch auch schon was. Aber den Pfeil konnte ich nicht mehr anzünden. Dir ist kalt und du bist nass. Ah, okay. Es pinkelt. War ja. Aber es ist das große Feuer schon wieder kaputt. Oh. Nein, habe ich nicht kaputt gemacht, war nicht das dran. Ne? Das geht mit der Zeit immer kaputt. Also, wahrscheinlich eher ein Bug. Da haben wir Andy bisher ja immer Unrecht getan. Das ist kein Bug, Frank, das geht mir jetzt sehr kaputt. Ich habe nicht gesagt, dass es ein Bug ist. Der Mike, ja, ist egal. Das ist genauso wie das billigste Lagerfeuer, das geht mit der Zeit auch kaputt. Das hält nur eine gewisse Anzahl an Brennzeit insgesamt. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, das kleine hält deutlich länger als das große. Erstmal schnell die Knochen. Ihr müsst ja nicht immer einfach anzünden, ihr müsst auch Brandmaterial sich durch noch reinwerfen, ne? Guck mal doch. Ich tue das immer. Ich benutze das große Lagerfeuer. So. Ein bisschen warm machen. Ach, ich hab die anderen Knochen halt jetzt. Hier laufen schon wieder neue. Drei Stück. Ah. Ich muss mal was essen, ich muss mir erstmal langsam lässt, ja, und ich erfriere gerade. Ich muss ans Feuer. Ja. Ja, ich friere auch. Warte, bis ich aufgewärmt bin. Da muss man brennende Pfeile erstmal machen, sonst wird das hier nichts. Ja. Ich hoffe, das Loch da hinten ist weit genug zu, dass die da jetzt nicht reinkommen. Die Spikes tun denen anscheinend echt nichts. Ihr müsstet mal helfen, die Basisverteidigung. Ich kann das gerade reparieren. Ich musste mich gerade nur mal kurz aufwärmen. Ich komme. Weil sie brechen hier bald durch sonst. Naja, ich komme ja schon. Noch mal raus? Warte, ich muss mal eben ein bisschen essen. Ist gerade drüber gesprungen. Eine ist drin. Eine ist drin. Da kümmere ich mich drum. Ja, ist ja gut, weil ich kann gerade. Danke, jetzt. Bleib liegen. Komm. Leg dich. Jetzt wird mein Charakter noch zu kalt. Ja, meine auch. Was noch einer drin? Dann ist der nächste drin. Ich krieg schon wieder Schaden ab. Das ist doch echt. Ich hab halt keine Heilmittel mehr. So. Ja, das war aber nicht in die Höhle, die da gibt's ja. Ich hol mir mal den anderen, der vor der Basis steht. Komm mal von den Büchern hier weg. Komm mal weg. Und da würden sie uns so nicht so oft angreifen, weil wir nicht im Lager sind. So, ja, vielleicht sollten wir direkt vom Hauptlager sollten wir vielleicht tatsächlich diese Dings dann bauen. Diese, ist das schon, diese Tote. Komm, lass uns was von der Mauer weg. Aber dann können wir wenigstens mal die Mauer absichern, so. Bevor sie jetzt hier ständig immer über die Mauer rüberhüpfen. Ja. Da können wir uns die Jungs und Mädels lieber draußen holen. Komm, rausgehen, Leute. Und Jungs. Und vielleicht sollten wir mal die großen Spikes noch bauen, weil ich glaube, die kleinen bringen nichts. Nicht so viel, wa?
gar nichts. Die springen auf die kleinen Spikes am Boden drauf, kriegen keinen Schaden, hauen sie auf die Mauer drauf. Die bringen gar nichts. Was? Ja. Das hat eben auf Dauer Materialverschwendung. So. War's, glaube ich. So. Die kommen mittlerweile im Minutentakt an. Ja. Eigentlich wollen wir auch so viel tun. Wir bauen so viel, dann. Wer weiß. Also das bringt uns das Rüstung. Ja, aber also, wie gesagt, lass uns die nicht verbrennen, sondern Totems daraus bauen, weil dann haben wir nichts im Bereich hier. Genau, machen wir Totems. Vor der Türe, wa? Bitte schön. Ja, klar, vor der Türe, innen drin nicht, draußen. Ja. Ein bisschen Abstand, dann können wir noch ein bisschen paar Fallen davor, dass wir stärker sind. Das nur kleine Fallen Jungs. Davor und dann noch mal davor die Totems. Kalt. Ja, was gibt's denn ein bisschen abschrecken? Gibt's denn für Totems? Gucken wir mal, was gibt es denn Feines? Jo. Auf jeden Fall brauchen wir Einzelteile. Wo sind sie denn? Ja, das sind wie gesagt, ein bisschen mehr Abstand davor, nicht direkt dran, weil ich will noch ein paar richtige Fallen davor setzen. War das hier? Das ist wo ist denn das hier? Ja. Ganz im Buch ganz rechts, in dem vorletzten Reiter. Die großen Verteidigungsdornen, die bringen beispielsweise mehr. Ich weiß nicht, warum die Dornenwand gesetzt worden ist. Die großen Verteidigungsdornen, die bringen mehr. Wir brauchen halt eben dann immer neun Baumstämme. Also wir können insgesamt 4 Totems bauen hier. Ja, dann machen wir das und schön verteilen. Jo. Am besten direkt da, wo die Türme stehen. Sturzfalle kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. So die Frage, welche wir bauen. Falle, die ist, glaube ich, die macht einmal richtig Schaden an 2 oder 3 Viechern, wenn die nebeneinander laufen. Oder nur an einen, wenn der gerade da ist. Aber da müssen wir selbst aufziehen wieder. Ich halte nicht viel. Ich sehe wohl nicht, wo ihr die Dinger seht. Wo sind die Fallen? Im Buch. Auf der linken Buchseite das rechte Icon. Rechte Icon. Das vorletzte Icon, da sind sie drin. Also da blinkt das vorletzte. Jetzt auf jeden Fall. Das vorletzte. Ja. Auf der linken Buchseite. Ja. Auf der rechten Buchseite. Nee, linke. Bei mir zeigt die rechts an. Ich hab's bei nicht. Bei Naturhandbuch, da zeigt das bei mir an. Also da blinkt das Ding sind auf. Die kleinen Fallen. Also ich habe erstmal als Reiter habe ich oben drüber das Grundgerüst. Dann kommt Feuer, dann kommt Unterkünfte, dann kommt Essen, dann kommt Lagerung, dann kommt freies Bauen, dann kommt Möbel und dann kommt kleine Fallen. Ja. Und über kleine Fallen ist noch ein Reiter, also Sturzfallen, Steinschlund, Dornenwandfalle, Schlingenfalle. Und darüber ist nochmal eines, Verteidigungsdorn. Du hast die Verteidigungsdornenwand gebaut, die hält nicht so viel aus, die macht doch nicht wirklich was aus. Ich rede jetzt aber auch von den Totems. Die das Totems? Das hatte ich eigentlich auch gedacht, Das ist so, das ist nämlich, hatte ich mich selber, das stimmt nicht, das ist nicht der vorletzte Reiter, sondern das ist auf der rechten Buchseite der zweite Reiter. Und ich habe die Verteidigungsdornenwand genommen, weil man da keine Baumstämme, sondern nur Steine und so. Ich baue mal ein kleines großes Totem, ne? Ist ja kein Problem, da einfach noch eine große Verteidigungsdornenwand davor zu bauen. Nee, aber da braucht man einen Kopf noch, wa? Ich bin. Das ist halt die Scheiße, das wollte ich hier gar nicht hinbauen. Gesundheit. Oder 3 Köpfe. Ja, die größten Totems, weiß nicht, ob die verschiedene Effekte haben, die Totems. Na, die ganz große brauchten war 9 Köpfe. Ja, deswegen ist die Frage, Füße. Ob das mehr bringt, als jetzt ein kleines mit nur einem Kopf. Vielleicht die mittleren mal bauen. Ja, das dachte ich mir nämlich auch gerade, deswegen wollte ich mir das irgendwas mit dem Totems. Weil da brauchen wir 2 Bene. Nordisch, wo hattest du das mit dem Totem? Auf der rechten Buchseite. Zweiter Reiter. Und davon auch nochmal die zweite Seite oder die erste Seite? Der zweite ist das Naturhandbuch. Nee. Auf der rechten Buchseite, der zweite Reiter. Von der Lampe aus gesehen, der zweite Reiter. Das sind die Signale, da habe ich SOS. Und da drüber ist noch ein Reiter. Und da sind die Totems drin. Bei mir nicht. Bist du der Einzige, der es nicht kann. Okay, habt ihr irgendwo ein Rezept gefunden, was mir fehlt dann? Nö. Nö, keine Ahnung. Ich das nicht wusste, nö. Ich hab den Reiter aber auch bei nicht. Der To-Do-Liste. Ich hab den nicht. Ich hab den auch nicht. Ich brauch Arme. Brauch Beine. Deswegen sag ich, ja, das ist ein Rezept, das muss man anscheinend finden. Arme, Beine, keine Füße, Köpfe. Köpfe habe ich bloß einen angehangen da.
Ja, dann ist klar, da machen diejenigen, die das im Rezept haben, die machen, kümmern sich jetzt um die Totems. Das habe ich gemeint, dass man da mal zusammenbleiben sollte bei den Sachen, wenn man die findet und dann vielleicht auch mal sich auch genauer zuhören sollte. Und wo liegt das Problem? Wir haben doch zwei Leute, die es machen können. Wieso müssen alles können? Wir müssen ja nicht immer alle können. Wenn die anderen, die es können, gerade mal nicht da sind und du brauchst vier was, Stöcke, hast du die Arschkarte. Vier Stöcke und drei Steine. Ich kann mir gerade keine Situation vorstellen, wo ich ganz dringend einen Toten brauche. Ganz dringend. Ui, ich fliege! Ah, hier ist noch eine. Ah, egal. Na, Kopf, fucking Möwe. Weg. Wo ist die Möwe? Hä? Die ist eben in mein Gesicht geflogen. Was hast du vor, Andy? Ich wollte eigentlich Stöcker sammeln gehen, weil... Meinst du, du kriegst jetzt aus der Möwe Stöcke raus? Ah, die ist mir voll in die Fresse geflogen. So, nochmal. So, nochmal zwei Köpfe und ein Arm. Zwei Köpfe und ein Arm brauchen wir. Wir brauchen ja noch drei Steine, ja. Drei Steine. Achso, Stein liegt hier. Drei. Nee, in der Kiste hatten wir ja noch Steine zwei drin. Zwei Köpfe, ein Arm. So, warte mal. Sind hier noch Steine in den Kisten? Kistensteine? Hier hinten sind noch drei Steine. Ein Stein. Ein Stein, schon wieder. Drei. Ja, der spielt auch mit. Und ein Arm. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Drei. Normalerweise zerschlage ich jeden Buben, der mir über den Weg läuft. So. Drei, ja. So. Muss ich mal abgewöhnen. So, hast du hier irgendwo sowas? Oder muss man das Ding im Inventar craften? Nee, das kannst du einfach hinsetzen, wie eine Blaupause. Wie eine Blaupause, ne? Es fehlt trotzdem noch ein Kopf, hä? Achso, ja, okay. Ja. Kann ich mir nur eintragen, aber das ist ja nervig. Müssen wir die schon mal draußen zerlegen, wenn wir das nächste Mal angreifen. Kleine Tote. Jedes Mal eine halbe Stunde laufen. So, okay. Haben wir noch einen Kopf über? Frank, machst du mal den Dürhof? Ich bin gerade am Holzhacken, Moment. Bin gar nicht in der Nähe. Ah gut, weil wenn ich jetzt hier in dem E drücke... Ja, ist klar. Ich komme sofort. Moment. Ach, ja, nee, ist fahren. Hab ich wieder verkackt. So, noch einen Kopf. So. Was hast du denn schon gemacht? Naja, wenn du dann E drückst und die Blaupause weg ist, wollen wir das erste jetzt hier so links neben dem Tor stellen? Nee, nicht direkt davor. Ich hab meins schon fast fertig. Andy, ein bisschen Abstand vom Tor, weil da kommen noch richtige Fallen hin. So, jetzt ist das Loch zu. So. Wie gesagt, ein bisschen Abstand, weil da kommen noch richtige Fallen davor. Okay, na dann mache ich das jetzt hier neben dem Baumstamm. So, haben wir jetzt hier schon irgendwas? Wie das aussieht, jetzt wollen wir auch noch die Leichen zu. Naja. Also nochmal. Achso, jetzt habe ich das Bein in der Hand. Okay. Hier hin. Hier hin. Nimm die Beine in die Hand. So. Ja, das ist aber so. Also. Äste. Haben wir nicht noch ein Lager für Beinteile? Ein Lager für Beine. Wir hätten gerne mal. Kannst du aufhängen. Was wollt ihr mit dem Mist? Ein Lager. Die schmecken für doch Beine. Nicht. Oh! Viere. Viere kommen auf immer. Fünfe. Ja, das kenne ich. Party. Wo ist mein Schwert jetzt hin? Wo bist du? Party. Hier sind wir. Oh, jetzt ist auch, hier ist aber auch noch einer. Hier ist auch noch eins, genau. Ach, ich schmeiß jetzt mal dahin. So, mal gucken, was sie zu den Totems sagen. Wahrscheinlich gar nichts, weil das Totem ist noch nicht fertig. Jetzt kommen sie aber von allen Seiten. Was sind ich glaube, wir sind Totem? Schon wieder drinnen, oder? So, Totem ist fertig. Ich zünde es mal an. So, Einweihung. Und los geht's. Einweihung. Oh, bitteschön. Hörst du doch. Und mal gucken, was sie jetzt sagen. Guck mal, jetzt gucken sie. Jetzt sind sie erstaunt. Ja, guck. Ja, guckt. So, den erstmal liegen lassen. Los, gleich den nächsten. Ja, den können wir gleich zerschnetzeln hier draußen. Ja, genau. Brauchen wir nicht so weit laufen. Also hier oben sind auch nochmal drei. Oh. Bei drei? Wenn vier? Drei?
4? So, wo ist der Nest? Ich habe wieder Schaden bekommen. Wo denn? Das waren mir zu viele. Ich konnte aber nicht mal tot zu machen. Wieso? Du hast doch... Sind die hinter dem Ding? Hinter der Palisade oder wo? Die waren sind bei der Seilrutsche direkt am Tor. An der Seilrutsche am Anfang waren die. Aha. Oh, alle vier auf mich. Komm, da sind ja noch ein paar hinterm Tor. Moin. Ach, hier. Voll die Party hier. Ja, 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 immer rein. Los, ihr werdet zu Totems. Dabei. Oh, was denn? Totems. Ey, auch der rein. Na, siehst du. Was war das denn gerade? So. Einmal. Das passt aber ja wunderbar. So, gleich verarbeiten. Wunderbar, wunderbar. Erst. Hier ist ein Arm. Wir auch hier ist ein Arm, hier ist ein Bein. Ja, ja. Ja. Ich hab erstmal schon. So, White nicht angefangen. Hier. Der Kopf rollt weg. Der Kopf rollt weg. Gib mir den Kopf. E. Oh. Immerhin. Arm hängt schon mal. Wollen wir da Fuß und Kopf? Oh, hier vorne mal ein Totem hin, glaube ich. Hab wohl bald keine Rüstung mehr. 9 Köpfe. Noch ein paar davon. Ein paar Arme. Ich nehme mal so ein kleines Totem. Schon angezündet, bringt nur nichts, also brennt nicht lange. Na, ich weiß auch gar nicht, ob das halt so viel Effekt hat, das weiß ich immer noch nicht. Was du mit dir hält? Sieht im Benachricht yes. aus. Hey. Kopf. Hey, bleib hier, du blöder Kopf. Der Kopf rollt weg. Ja, so hat aber auch. Echt jetzt? Was war da nur Fresse. Kopf bei? Oh, auch die Köpfe tun, was sie wollen. So, warte mal, wo ist denn mein Bastelding? Hier hinten? Nee. Ah, ein Kopf? Wir wollen ja noch irgendwas. Ben ist heute für die Kopfarbeit zuständig. Ja, ja, ich bin gerade mit Nordi draußen. Was, was? Wir sammeln die Einzelteile. Ah, da muss es ja machen. Jeder muss es ja machen. Aber sind hier die Leichen schon alle? Wir brauchen mehr Leichen. Leichen, Leichen, Leichen. Ah, die kommen gleich. Hier liegt noch an der Rampe. An der Rampe? An der Rampe, an der Seilrutsche? Ja, reinig, ja. Achso. Du musst ja noch mal, was sein. Hier hinter? Ne, hier oben. Er meint die Rampe, die eine Seilrutsche ist. Warte mal, hier auf der Seite? Da. Warte. Kommen wir da ran? Dann nehme ich oben den Body. Leg mal da hin zum Zerhacken. So, dann packe ich mir den mal hin hier. Brauche noch einen Kopf, glaube ich. Einkauf. Also dann zusätzlich zu dem. 7 Tage, 7 Köpfe. Ja, und ein Arm und ein Bein. Immer rauf, immer. Da ist ein Bein. 2 Bein. Und ein Arm. Noch ein Bein. Okay, also, ich bring das Bein hier noch rüber. Dann wahrscheinlich mal alles das rechte Bein. Schmeißen wir uns in den Ofen. Ich steck mal das Bein hier schon an. Ich brauch noch. Oh, 2 Köpfe und. Ich hab auch mal eine richtige Falle in das Tor gesetzt, damit man sieht, was ich meine. Hier hinten nicht dann irgendwo was. Hier muss dann aber was sein. Wir haben da. Genau. Hier sind da noch Einzelteile, Verwertbüre. Organhandel, Eisenfaust hier. Kommen Sie ran, hier können Sie rauskicken. Nehmen wir noch mal den Arm mit hier. Arm für 17,95 heute mal. Solange es kein Analhandel wird. So. Also was futtern hier. Ich werde mir jetzt mal waschen, das ist mal viel wichtiger. Mal sauber an die Arbeit. Oh, sauber von der Waffe getrennt. Geht ja nicht, dass wir hier dreckig rumrennen. Nee. Oh, ich brauche noch einen Arm, glaube ich. Wir haben einen gewissen Status hier. Ja, mit dem Arm. Ja? Wir haben einen Ruf zu verlieren. Sieht ja gut aus. Ich versuche nochmal das Flugzeug zu erreichen. Und noch die Murmel. Wo ist denn die Murmel? Ist mal Happy Happy? Happy Happy und die Murmel. Na, häng doch an. Steck da drin. Du brauchst da bloß eh drücken. Häng doch an. Komm, häng doch an. Ich mach bloß wieder. So, was haben wir noch? Ruhe Auster hatten wir noch ablegen. Verdorben. Was? Sie auf der Wiese, die. Dings funktioniert anscheinend auch nicht. Also keine Hase reingegangen. So. Jetzt brauchen wir, so das brauchen wir immer noch. Noch einen Kopf, Logik, wa? So, ja. Ein Kopf noch. Achso, ich habe da kommt er. Ah, da kommt der mein Panzerkopf. Hey,
Panzerkopf? Da kommt mein Kopf. Da kommt mein Kopf. Achso, ich dachte, da kommt ein großer angelatscht. Ah, herrlich. Muss man ja vorsichtig sein. Ja, komm her. Bleib stehen, du wirst mein Kopf. Mein Kopf. Du wirst mein Kopf. Du hast den besonderen Platz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na, siehste. So. Dann können wir das auch fertig machen. Brennen die denn ewig, die Dinger, oder was? Nee, leider nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4. So. So, fertig. So, dann können wir den Müll hier noch mitnehmen. Und Kleen schnitzeln. Erstmal zum Lagerfeuer machen. Ich habe noch mal irgendwie gesehen, irgendwie kann man doch auf die Statistik gucken. Das würde mich mal interessieren. Statistik, wo hatte ich das denn gefunden? Willst du dir das wirklich antun? Ja, eigentlich schon. Das würde mich mal interessieren. Welche Statistik? Es gibt hier eine Statistikseite, das ist nochmal ganz interessant. Aber da steht auch nicht so viel jetzt drin. Da steht einfach nur, wie viele Tage überlebt, momentaner Zustand, geistige Gesundheit, 0%, das hätte ich mir sowieso gedacht. Wo hast du das denn? Das ist auf der rechten Buchseite, genau die Mitte. Also der vierte Reiter ist es. Ah, da, Statistiken. 32 Tage überlebt, halte ich für ein Gerücht. Momentaner Zustand gut. Geistig so 100%. So, man Stärke will schon 26,5. Gleich Gewicht 205, achso? Ja. 205 Labs, okay. Athletik 32,6. Ah, da kommt. Was da hast kommen du an den Köpfe, da kommen neue Köpfe. Was hast du an Stärke? Köpfe. Ja, hier kommen noch mehr. 26,5. Okay, ich habe 35,8 und Athletik? 32,6. Wie viel? 32,6. Okay. Du musst erstmal so weit essen. Hast du bei den Bedingungen was stehen? Bei Bedingungen? Bedingungen? Angeblich bin ich laut dem Buch infiziert. Ne, ich habe eine Bedingung sehe ich hier gar nicht. Bedingungen? Wo soll das sein? Ach, da Bedingungen. Doch, infiziert, stimmt. Da steht's. Bedingungen infiziert, finde Aloe Vera, um nicht zu heilen. Okay. Krank, finde Aloe Vera, um nicht zu heilen. Bedingungen. Hm. Rüstung 600. Okay. Ja, ich hab jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also, ich hab volle Gesundheit. Ich wüsste jetzt nicht. Was hier. Sache ist. Ja, die kloppen da oben schon wieder gegen die Mauer. Okay, holt das Schwert raus. Ich muss erst mal was essen. Ach, die stehen schon vor der Tür. Ah, sie kommt schon freiwillig. Wir Zeugen Seehofer oder ja, was? Wir wollen Totems sein, ja. Moin. Oh. Ist er. Oh, noch einer, meine ich doch. Da kam erst das eingeschlagen gerade. Du bist der mit dem Feuer. Der mit dem Feuer spielt. Ja, ich spiele auch gerade mit dem. So, kannst dein Feuer behalten. Schnitz. Ich hätte mal interessiert, wenn er mal da so steht, wie viele Kannibalen man nach Hause geschickt hat. Nach Hause geschickt. Oh, hier ist ja noch was zu essen. Okay. Zum Schöpfer. Jeder ein Zombie. Kannibalen. Meiner. Sei doch nicht so gierig. Was gibt's da? Ach, ein Stein. Okay. So, wo sind die anderen Heinis? Ich brauche auch noch ein paar Arme. So. Die Schale sind hinter der Tür hier. Alles innen. Alles hinter der Tür. Jetzt haben wir auch noch Wölfe, also ehrlich. Ja. Vielleicht sollte man den abends anzünden, wa? Oder? Keine Ahnung. Ja, sieht zumindest das gut aus. Jetzt scheint sie noch nicht okay aufzuhalten. Ist egal, wenn du es anzündest. Brennen die ja eine ganze Weile? Weiß ich nicht. Ich glaube, die brennen nicht so lange, ne. Weiß ich aber auch nicht. So, was brauche ich jetzt hier? Steine, ein Kopf und ein Arm. Ich schätze, die brennen so lange wie die brennenden Äxte. Nicht besonders lang. Nee, ich weil die auch. Brennen so lange, bis sie aus sind. Das kann auch sein, ja. Das ist wahrscheinlich, ja. Nehmen wir die jetzt mit oder wollen wir die gleich hier vor Ort verkugeln? Wollen wir nicht so weit laufen? Jetzt doch wieder verkugeln? Naja, ich würde noch ein paar von den Dingern bauen, so ist es nicht. Also, ich würde hier alles dicht pflastern hier.
Okay. Wir sollen schon Bescheid wissen, die Nasenbären. Ja. Was wir haben, das haben wir. Ja, bin gleich wieder da. Dann kommen wir nachher wieder. Ja, und richtige Fallen, also diese richtigen Spitzen, ja, können wir auch nehmen noch setzen, weil wir dagegen laufen, dann kriegen sie auch Schaden. Ja. Aber ich glaube, da kriegst du auch Schaden, wenn du dagegen läufst. Ich du siehst ja jetzt, wie lange ich schon mit den kleinen Spikes dran bin, die nur Steine und Stöcke brauchen. Ja, aber die kleinen bringen so gut wie gar nichts. Ja, die großen bringen richtig was. Das wusste ich nicht, aber steht ja nirgendwo geschrieben, was die bringen an Verteidigung. Leider. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir das auch gespart. Ist klar. Gut, dann setzen wir einfach noch eine Palisade davor mit anständigen Spikes. Muss dann auch passen, dass es nicht gegenläuft, weil die machen auch bei dir Schaden, sobald ich weiß. Oh ja, bin ich gewohnt. Kenne ich von Seven Days. Guck mal, sieht das doch schon ein bisschen heimlich aus hier. Den ganzen schönen Totem. Da sollten wir vielleicht mal Holz holen, wa? Für die großen Zacken. Da müssen wir jetzt schon richtig weit laufen, aber wir haben ja Schlitten. Da bauen wir uns auch nochmal was. Wir können uns auch nochmal sonst ein zweites Seilrutsch uns mal bauen. Das hat ja auch nicht so. Muss doch mal losfragen, ein bisschen Holz holen. Ja, vielleicht okay. Vielleicht können wir uns auch von einer höheren Position aus eine Seilrutsche auf eine Plattform bauen. Haben wir hier so Angriffspunkte. Ja gut, ja, das kann man machen. Nur wenn man da natürlich die ganze Zeit immer hochkraxeln muss, dann muss man sehen, wo das... Da muss er nicht hochkraxeln. Du brauchst also nur runterspringen. Hier liegen auch noch Bäumstämme, sehe ich gerade. Eine Rutschstimme heißt beispielsweise aufs Dach, auf dem Haus oder sowas. Kann vielleicht mal gucken, dass du vielleicht da das Endstück drauf kriegst. Hm. Da hast du ein bisschen Überblick rundherum. Und falls du schon in der Basis tun, ist immer ein bisschen plus Verteidigung. Ganze Wald liegt noch voll Baumstämme, die wir vergessen haben. Ja. Das kann gut sein. So, ein Kopf. Schöner so ein Auto. Okay. Sieht doch gar nicht ein bisschen merkwürdig aus, hier mit den ganzen Totems. Boah, man gewöhnt sich dran. Ja, da dachte ich mir auch gerade so. Meine gut, wir haben ja schon einiges gesehen, also ich glaube, wenn ich mir da jetzt irgendwie Gedanken machen müsste, dann... Wenn es je macht. Ja. Nö, ich baue hier alle paar Meter so ein Ding hin und gut ist. Ja. Hat sich das. Aber auf jeden Fall jetzt habe ich mich wieder hochgefressen. Beine habe ich, glaube ich, noch. Was? Beine hast du noch? Mhm. Oh, hier kommt ein Totem. Hört sich an. Da und hier vorne eigentlich noch einzeln. Hier liegen noch Leichen im Lager, ne? Ja, müssen erstmal verarbeitet werden. Das dauert ja ein bisschen. Wenn du willst, Mike, kannst du die schon. Ich hack weiter, du kannst dann schon mal die Baumstämme hier wieder wegbringen. Ich mach dann den nächsten voll. Wer braucht noch Leichen? Ja. Wie immer. Ja, so kann ich auch machen, ja. Ich baue jetzt alle paar Meter, baue ich so ein Totem hin. Fertig. Dann halt also machen wir erstmal Meter. Also wie gesagt, hier liegen noch oder zwei. Gut. Ja, ich verarbeite gerade eine. Muss mal nur ein paar. Was habe ich denn? Errungenschaft freigeschaltet. Choppy Chop. Mein Baum. Choppy Chop, das ist nämlich ein Achievement dafür, dass ich die ganzen Leichen hier verarbeite. Hatte ich nicht mal eine Kettensäge? Ja. Aber es lockt wieder die Viecher an. Ja. Habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, bitte Scheiße, ja, die kommen so oder so. Aber nicht, wenn ich gerade meine Lieblingsbeschäftigung am Machen bin. Bitte nicht. Was ist denn da? Was? Hat da was abgebrochen? Hat sich erbrochen? Das hört sich grausam an. Oh, kommen hier neue Leute. Heißt erst mal fragen. Warte, vor der Weiter. Da, hier liegen. Hier müssen doch welche liegen. Ja, aber schön, hatte ich hier noch Stämme liegen, die ich nicht mehr finde. Oh, Alarm. Okay. Drei Mann bei mir. Bei dir? Eine Frau, beziehungsweise zwei Mann und eine Frau. Überhaupt? Dann gehen wir erst mal helfen. Wir gehen erst mal Dings helfen. Schnell. Dings. Na gut. Du musst aushalten, neulich. Kein Problem.
Ist ja, ich glaube, ich habe auch schon 5 Kannibalen umgebracht. Also da komme ich klar mit. Achtung, ist noch einer? Ich glaube, der ist schon tot, der kann nur nicht hinfallen, weil wir die ganze Zeit noch auf ihn einhaken. Ach was. Ach was. So. Also eigentlich wegen Schnitz müsste der geistige Zustand irgendwie schon unter Null sein. Ja, wahrscheinlich. Da geht aber mehr. Da geht aber ganz schön was weg. Na gut, okay, macht er. Ja, die Kannibalen brauchen keinen Wald. Das wissen die nur noch nicht. Okay. Wir zeigen dem mal, wie man Gärtner spielt. R ist rotieren. Genau dich. Ja. Dass sie sowieso noch nicht vorbeigekommen sind. Mensch, das ist aber geile Totems. Wie habt ihr die denn gebaut? Wir zeigen denen erstmal, wie man sich den Wald ordentlich zurechtlegt. was brauche ich jetzt hier? Ich brauche noch 2 Köpfe. Die haben keinen Gärtner, also kommen wir vorbei. Huch. Hallo. Ich will da jetzt nicht von vorne gegen den Aufbau, ich glaube, das tut weh. Muss nicht gleich hin. Ja, hallo? Sieht aber echt gut aus, wenn es tot mehr brennt. Das macht mehr Feuer als unsere normalen Lichtquellen, die uns ausstellen können. Ja, teilweise, ja. So. Scheint aber doch länger zu brennen. Oder warten wir auf den Tag? Ja. Ja, komm. Die Sprühen im Kopf. Einfach hier vorne, hier ist doch schon wieder ein Baum. Wo ist er? Da ist er. Da gehen die beiden wieder mit ihrem Ikea-Einkaufswagen in den Wald. We are shopping. Die Ene hat ja schon mitgenommen. Ja, hast du hier schon Tränen geschnitten? Ja, aber. Auch ich nehme mal die 10 Tannen noch. So, ein Kopf. Ah, ja. Kaum sage ich's, ne? Frank, der Baum. Achso, der rennt einfach durch. Frank, lauf doch einfach mal geradeaus, quer durch die Insel und säg einfach hin, Baum, der so zwischen die Flöten kommt. Ich verstehe dich nicht, die Säge ist so laut. Mach mal eine Schneise durch den Wald. Mein Arm zwei. Bis zum Flugzeug, hin und zurück. Wir brauchen eine Landebahn. Schade, dass man das alles nicht mit Strom betreiben kann. Das wäre super, wenn man drin einfach nur einen Schalter hätte. Ja. Zack, einschalten. Das wäre super, das wäre toll. Das wäre Fortschritt. Irgendwas lautet wieder mal. Achso, ja, ich bin der Meinung, wenn du eine Steckdose an die Holzwand klebst, dass du automatisch Strom hast. Ja, können gleich elektrischen Zaun machen. 3 Leute bei mir. Bei Mike sind auch mehrere. Ach du Heilige. Große Mutanten. Oh ne, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, weil mich hier. Das ist gar nicht gut. Große Mutanten? Ja. Große Mutanten. Das ist ein Arschbacken-Mutant. Muss noch schnell. Wo sind sie? Wo ist der nächste? Lappen. Ja. Einzeln. Ich bin gleich tot. Ja, jetzt habe ich eigentlich eben Heilung eingesammelt, wenn ich mich dann immer kurz danach in Kraft begeben muss. In deine Rüstung. Links, rechts. Du seid ja. Also ich kann keine Rüstung mehr von denen aufnehmen. Wir haben wirklich mal nehmen. Nordi, ich bin dann bei dir. Geile. Jeder ja, kein Stress, alles gut. Ich hab die. Jeder kann doch eine Rüstung rausholen. Nee, ich nicht mehr.
Der eine brennt schon. Ja, aber ja, ich habe eine rausgenommen und ich kann jetzt keine mehr rausnehmen. Weil ich meine schon rausgenommen habe, so meine ich das. Yes. Die Licht, wenn ich hier rausnehme und kann ich nicht mehr aufnehmen, dann liegt auf meinem Boden, dann kann jemand anders nehmen, das mache ich damit. Hey, der lacht noch. Ich sehe sie aber nicht. Der lacht ja noch. Was soll das denn sein? Bringen wir es ihm bei, dass es so nicht geht. Ich suche alles ab, ich sehe keine. Jetzt sammelt man wenn er den Zitolomi sägt hat. Ja, Moment. Wir müssen ja erstmal hacken. Hier liegen ja noch jede Menge Tote. Die muss man sich auch noch kümmern, ne? Ja, gut, dann kümmern wir uns um die Luxusprobleme. Und ich kümmere mich um die Bäume. Ich wollte gerade den Vogel erwischen. Brauchst du noch einen Baum? Ein Bein? Brauchst du noch ein Bein? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Mochtest du das nicht, dass ich so viele Bäume gesehen habe, Mike? Mal durchgehen. Wir werden hier noch Holz brauchen, Leber. Ja, Hier ist eins. Hier ist das andere Totem, das schon ausgeglüht irgendwie oder so. Nee, weiß nicht, ob die ausglühen können, also. Kann man das nicht anders. Da läuft doch wieder einer, aber. Ja, ich sehe wieder. Die haben das Totem kaputtgeschlagen. Vier Stück. Ich komme zu euch. Oder, ist schon wieder eine Gang hier, oder? Da kommt wieder eine Hall an, eine Truppe. Eine Hall an? Eine Hall. Eine Gang. Das ist nur einer. Hier, Eisi, nimm du die. Nee, da war von noch Gang. Was? Da kommen noch mehr. Ich mache jetzt hier erstmal Holz weg. Hier sind lässt du unser Haus Stück in Ruhe. Hey, die haben unseren Ton kaputt gehauen. War drin kaputt gehauen? Nee, von außen aus haben sie ihn kaputt gehauen. Okay. Die hauen noch mehr kaputt hier gleich. Ja, warum? Säcke. Weil der macht Wahnsinn, Skara. Also, so, warum der sagst du die ganze Zeit nichts? Der ist tot. So, hier ist Onyx, hier ist Onyx. Andor, so artet ja an Arbeit aus hier. Ja. So, mal hinterher. Tür zu und dann ausbessern, wa? Wir müssen Andy, wir müssen erstmal hier verteidigen. Auf der Ansatz sind wirklich einige. Nee, ich hab jetzt gerade eh auf dem Rücken. So. Da sind noch welche rübergesprungen. Achso. Ja, die sind drüber hier irgendwo. Muss man gerade ein Schmerzmittel nehmen. Oh, bei Frank. Ich hab kaum Ausdauer. Ich war gerade im Inventar, war ja klar. Ich komme. Aber einen Zahn hat er schon verloren. Ach. Mist. Wir bauen keins mehr, das hat keinen Sinn. Das ist zu eng da. Ja. Wir müssen den ganzen Scheiß nach draußen bauen, den ganzen Mist. Ja. Ich krieg schon wieder auf die Fresse. Wir müssen versuchen, auf eine Insel oder aufs Wasser irgendwie zu bauen. Ja, wir haben noch das Hausboot, ne? Ja. Gehen wir auf das Hausboot. Wir müssen einfach ein bisschen. Kann man nicht drüben auf diesem Schiff hier bauen? Also ein bisschen eng, auf jeden Fall nicht. Naja, das kann man doch ausbauen, ne? Länger auf jeden Fall nähen. Wir bauen uns einfach eine Flotte. Hättest du sagen müssen, dass die auf der Seite hier angreifen. Das wird jetzt hier aber auch ein bisschen zu oft mit dem Angreife. Weil viel machen. Hast du gemerkt, ich habe die Kettensäge ausgepackt, da kam der Großangriff. Oh. Das sind wir. Tief gefroren. Wer soll es sonst sein? Das ist hast du Anhänger? Ja, gut. Ein paar Blätter drin. Hast du zu essen oder was? So, ein paar Blätter drin gemacht. Da ist er ja, gut. Okay. Ja, wir müssen uns erstmal aufwärmen. Ist euch kalt? Ja. Seltsam. Mir nicht. Sonst bin ich immer am Frieren. Ich habe mir gerade mal einen Vogel da reingelegt. Den muss ich mal verdrücken. Ich bin schon wieder Holz am Sammeln. So. Schade, ich wollte so eine schöne Hängebrücke von da oben hier rüber bauen zu dem Turm, aber der ist auch direkt. Ja, dann machen neun. Nee, das ist mir zu doof jetzt hier.